So, guten Morgen zusammen. Und ihr seht, mein Paket ist endlich da, beziehungsweise das Crew-Mitglied im Paket. So, wir gucken uns das Ganze auch mal. Da. Da ist der Skin. Da ist das passende Rückenaccessoire und die Pickaxe. So, wir gucken uns den Skin mal gerade genauer an. Also ganz ehrlich, bis jetzt gefällt er mir richtig gut. Hat zwar jetzt noch keine Runde mit ihm gespielt, aber so optisch gesehen und so von den von den Formen her, weil ihr wisst ja, breite Skins, mehr Angriffsfläche etc. pp. Aber der sieht echt ziemlich fresh aus. So, was haben wir noch dabei bekommen? Das passende Rückenaccessoire. Hier. Ja, doch, auf jeden Fall, der geht klar. Die 1000 V-Bucks habe ich ja schon vorher bekommen, weil die 1000 V-Bucks bekommt man immer dann, wenn das Abrechnungsdatum da ist. Und das ist bei mir immer, bevor der Skin da ist. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber naja, ist halt so. Und den Skin bekommt man halt immer am 1., denn ihr wisst ja, heute neuer Monat, 1. März, deshalb kam der Skin jetzt erst in Anführungszeichen. Obwohl Fortnite eigentlich jetzt schon so lange Werbung dafür gemacht hat. So, das war der Skin, komplett drei Teile, 1000 V-Bucks. Der Battle Pass sollte eigentlich dann auch drin sein, wenn die neue Season anfängt. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal rein in den Item Shop. So, was haben wir heute Neues drin? Auf jeden Fall schon mal Magnus. Immer noch ein schöner Skin. Ach, gerade jetzt, ihr wisst ja, ich spiele ja Valheim. Ah, ist natürlich ein schöner Skin. Schön auf Wikinger getrimmt, Season 5, das waren noch Zeiten. Ach, Season 5, wie gerne hätte ich das heute noch. Würde ich wie heute spielen in Season 5, wäre ich wahrscheinlich deutlich besser. So, was haben wir noch Schönes drin? Pull-Up wieder drin. Ihr wisst ja, Tanz wird nur angezeigt, aber nicht abgespielt, wegen Copyright. Copyright, Copyright, wir kennen es ja. So, was haben wir noch drin? Oha, die gute alte Sturmtrooperin. Erstmal wieder Grüße raus an den, der es mir geschenkt hat. 800 V-Bucks. Dann, ich darf mal was erhören. Und die Träumerfüße sind wieder da. Aber den Tanz habe ich ausnahmsweise noch nicht. Aber Season 8, Moment. So, Holoscan ist drin. Ah, die Tarnung fand ich damals so nice, als sie rauskam. Aber inzwischen, ich glaube, ich habe sie eine Woche gespielt und danach nie wieder. So, dann am Wasser gebaut. Ja, dann ist immer so. Ach ja. Wenn ein Teammate stirbt, ist schon immer übel. Und ja, genau. So, das war die Magnus-Reihe. Und dann, der Dummy ist wieder da. Denkt dran, Dummy hat zwei Stilvarianten. Wenn ich mich hier entscheiden müsste, rein spieltechnisch würde ich die dunkle Variante nehmen. Weil hier das Gelb, ich glaube, du wirst überall gesehen. Also hier, wenn ihr wirklich was reißen wollt, nehmt die Variante, weil die gelbe, ihr werdet auffallen wie noch was. So, was haben wir noch? Rückenaccessoire, natürlich auch in gelb und in schwarz-dunkel-grau gehalten. Das war das. Was haben wir noch? Dann den Schädelschläger. Weil das sieht einfach so schlecht aus. Mir fehlt noch was anderes. Dann Deutsche Post, ihr wisst ja. Also, da sieht's. Ja, sieht echt aus wie ein Nerf. Wegen dem Orangen. Das Orangen ist halt so typische Zeichen mit Gelb, Orange, Nerf. So, dann der Skin, die liebe Ohren, ne, der Ohren. Mit dem anderen Comic-Stil, wo ich immer ganz ehrlich sage, na, gewöhnungsbedürftig. Entweder gefällt es einem oder eben nicht. War damals schon so, als der Stil so rauskam. Da hat sich auch jeder gefragt, was ist das denn? So, dazu natürlich die passende Pickaxe. Schöner Skin. Der Skin ist wieder so richtig mein Geschmack. Da gibt es ja auch die weibliche Variante von. Aber die hier gefällt mir natürlich auch, aber Season 4 war klar. Die alten Skins waren gefühlt einfach besser. So, dazu natürlich der Graffiti-Roller. Oh, und Razer wieder da aus. Battlebreakers kennen wir ja noch. Wir haben alle gesuchtet, nur damit wir die Skins bekommen. Ich weiß nicht, Battlebreakers war auch so. Ach ja.
Dann natürlich auch noch die männliche Variante, der Kuruhumura, wie soll auch sonst heißen, mit passendem Rückenaccessoire. Ich muss sagen, hässlich ist es gegen mir nicht. Also auf jeden Fall spielbar. So, dann noch die passende Affentarnung. Oh, oh, sonst haben wir eigentlich jede Musik. Und darf man nicht schon Musik? Eieiei. Ei, ei, ei. Ja, ist halt Battlefield, das, ne? Aber ich glaube, das hat von uns keiner wirklich lang gespielt. Eigentlich nur um Level, was musst du mal werden? 20, 40? Und dann war die Sache auch schon wieder durch. So, das war hier oben das. Dann natürlich das Alien-Paket. Immer noch drin. Ist wie immer in meinen Augen reine Geschmackssache. Aber für die etwas Älteren unter euch natürlich passt ein Pflichtkauf. Das Emote immer noch nice. Die Pickaxe, naja. Die Gleiter, bisschen groß. So, dann kommen nochmal die einzelnen Pakete für 1,6, 1,5. Das Emote für 300. Der Gleiter für 1,2. Dann, also zwischen sind auch die Pakete so lange drin, ne? Das Flash-Paket immer noch drin, natürlich mit Flash, Rückenaccessoire, Pickaxe, das Emote und das, manchmal jetzt auch mit dem Ladebildschirm. So, das Ganze natürlich wieder einzeln auch zu kaufen, Flash für 1,5, schneller Happen für 400 und die Pickaxe für 1,2. So, dann ist noch das Joker-Paket da für 30 Euro. Crew-Paket, ihr seht unten rechts, ist aktiv. Und ihr denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne mit YT-FamilyHack. Bing. So, was haben wir noch? Richtig, es geht noch heute ganz entspannt, 100 V-Bucks zu holen. Und die gibt es natürlich wie immer in Rette die Welt. Haben wir schon nachgeguckt: Mission 40 und Mission 100. Also zwei Aufgaben, eigentlich ganz entspannt. Ah, ich glaube, die Box heute fürs Einloggen bekomme ich nicht. Ich glaube, die hatte ich vorgestern bekommen. Ich glaube, mal gucken. Ja, siehst du, in... Oh Gott, erst in 12 Tagen wieder. Oh, yeah, yeah. So, was hatte ich gesagt? 40. 40 und 100. So, wo sind sie denn? Gerade mal schon gucken, was für eine Aufgabe es ist. Bunker. Also da, nein. Wo hat sie sich versteckt? Da, nein. Wer sucht, der findet. Wo ist sie? Da suche ich ausnahmsweise mal nicht vorher. Und finde sie nicht. Hallo. 36, 34. 20, 34, nein, hier 40. Hab ich jetzt verloren? Hallo? Der berühmte Vorführeffekt. Ist doch Plankerton, oder? Ja, doch, ist Plankerton. Ich bin jetzt echt so blind. Da! Da ist er. Lol. Also einmal da und dann nochmal bei Level 100. Ich hab das jetzt nicht gesehen, ey. Was war? So, Level 100 haben wir. Rette die Bombe. Also da. Da finden wir dann die zweite. Noch mit 40 V-Bucks. Dann haben wir natürlich Tagesmission. Ich hatte gestern. Hatte ich eine nette Mission, nämlich 50 Überlebende retten. Gab schön wieder 100 V-Bucks. Hier 3 Naturen mit Nahkampf. Dürfte eigentlich auch kein Problem sein. Gerade mal schnell gucken, was im Shop drin ist. Oh, es gibt kostenlose Lamas. Direkt zuschlagen. Natürlich wieder Dummel. Ja, direkt mal rein. So. Ja, ich dachte schon, ein Dings. Überlebenden. So, das war das. Ah, die Sache, hier sind wir eigentlich so weit raus, aber heute wieder kostenlos Lamas drin. Und in dem Sinne würde ich sagen, das Video ist lang genug. Also wie lange die Shop-Videos inzwischen gehen, früher auf Krampf in Anführungszeichen
so gemacht. Und inzwischen, nur um euch alles zu zeigen, dauert es ewig. So, euch noch einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns nachher in den Livestreams. Wer Bock hat auf Custom Games, einfach vorbeigucken. Und in dem Sinne, haut rein.